Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play zu ArcheAge Unchained. Und weiter geht's mit der Hauptstory, der Warborn. Ne? Wir sind jetzt hier bei Yandi, der kleinen Tochter des Sarani-Vaters, der in der letzten Folge am Ende, wer dran geblieben ist oder so. Naja, ihr wisst schon, was passiert ist da. Ist auch eine Cutscene gewesen, also lohnt sich eventuell das mal zu schauen. So, dann sprechen wir mal mit Yandi. Wer bist du? Ich soll nicht mit Fremden reden und du siehst komisch aus. Was ist das? Ich soll ganz sicher keine Pakete von Fremden annehmen. Ich weiß, ich sehe vermutlich etwas unheimlich aus, aber ich kannte deinen Vater und er wollte, dass ich dir diese Medizin bringe. Er nennt dich immer lebhaftes Häschen, nicht wahr? Das sagen nur Papa und Mama. Es ist so peinlich. Du hast ihn wohl wirklich getroffen. Wo ist er denn? Er hat sich auf eine lange Reise zur Göttin Nui aufgemacht. Eines Tages wirst auch du sie aussuchen und deinem Vater wird schon auf dich warten. Ich glaube, ich weiß, was das bedeuten soll. Ich wusste, dass ich nicht mit Fremden reden soll, besonders nicht mit jemandem wie dir. Du bist wie diese Kartenverkäuferin in Yorland-Theater. Die macht mir Angst und du auch. Das tut mir leid. Dein Vater hätte nicht gewollt, dass dir jemand Angst macht. Vor allem keine Kriegsgeborene. Ich werde dich nicht mehr stören und sicherstellen, dass die anderen dich auch nicht stören. Gut. Ich will nicht mehr mit dir reden. Ich will meinen Papa. Die Dornen waren so unnachgiebig wie das Herz des Freiheitssturms. Man hatte dich erneut verraten. Der Freiheitssturm war deine einzige Hoffnung. Doch er erwies sich als ebenso enttäuschend wie die Erfinder der Stabilisatoren. Sie waren nicht die erwarteten, hirnlosen Monster. Aber dennoch waren sie welche. Diese Freiheit, ohne Reue zu töten, ist ja nichts Neues für dich. Danach sehnst du dich nicht. Ein jeder Kriegsgeborener hatte sie während des Massakers erfahren. Das war keine Freiheit. Der Freiheitssturm missbrauchte Freiheit als Grund zur Rache. Dass sie die Harani hassen, wundert keinen. Aber Unschuldige zu töten hilft nicht weiter. Außerdem haben die Harani euch doch mit der Flucht aus Nuja geholfen. Nachdem Damien euch vom Zorn befreite, hätten die Nuiyan euch gnadenlos dahingeschlachtet. Diese Medizin an ein Kind zu liefern, ist das Mindeste, was du nun für sie tun kannst. Hoffentlich weiß ihr Vater, wo immer er sein möge, dass seine Tochter sicher ist. Was für ein mutiges Mädchen. Ihre zwei Haarknoten erinnern dich an deine eigenen Hörner. Du fragtest dich, was wäre, wenn deinesgleichen Kinder haben könnten. Haben Kinder die Erinnerungen ihrer Eltern? Wenn dies so wäre, würden deine Kinder dann die Erinnerungen des Massakers von Esna erben? Vielleicht ist es besser so, ohne diese Bürde. Ja, das ist halt die Frage. Können Warborn Kinder kriegen? Sie auf jeden Fall nicht, dafür brauchst du erstmal einen ordentlichen Mann. Aber den wird sie, glaube ich, nie kriegen. Den wird sie überhaupt nicht kriegen. Die Rüstung, die stört mich schon ein bisschen, weil... Ja, sie sieht halt... Es ist halt eine Plattenrüstung. Es ist halt, sieht halt nicht so toll aus, aber... Es muss ja nicht immer toll aussehen, leider. Auch wenn ich eine schönere Rüstung mal schöner finden würde. Aber so ist es halt, ne? Ihr seht gerade... Gut... Jetzt sind wir schon außerhalb des Gebietes, aber es geht wirklich langsam gegen Ende wahrscheinlich schon. Würde ich schätzen, weil wir sind bald Stufe 30. Das müsste bald schon das Ende sein, leider. Aber es gibt ja noch andere Story-Quests, die wir noch spielen können. Du meine Güte! Was? Nein, ich habe nie versucht, einem kleinen Mädchen Angst einzujagen. Ein bisschen mehr Botox, ne? Schätze ich mal.
gebe zu, die Kinder hier sind es noch nicht gewöhnt, Kriegsgeborene zu sehen. Ich muss beim Kartenverkauf vorsichtiger sein. Ein kleines Mädchen hätte ich nie absichtlich verängstigt. Bitte sag den Theatermanager nichts. Ich hatte schon Glück, diesen Job überhaupt zu bekommen. Besonders ohne Stabilisator. Sie waren sehr skeptisch, mich mit dem Publikum in Kontakt treten zu lassen. Also, warte mal, ohne Stabilisator gehörst du zum Freiheitssturm? Meine Güte, nicht doch. Diesen Irren würde ich nie beitreten. Dagegen ist es ja nichts, Kindern Angst einzujagen. Nein, vor einigen Jahren haben die Nuyan einige von uns gefangen. Sie haben uns nach Esna geschleppt, wo wir öffentlich hingerichtet werden sollten. Doch uns gelang die Flucht zur ausgebrannten Burg. Dort versteckten wir uns an den Katakomben und trafen schließlich auf unseren Bruder. Hattest du je Erinnerung an Damien? Er half uns, die Stabilisatoren zu deaktivieren. Er lehrte uns, wie wir frei sein können. Ich spare mein Gehalt, um zurückzugehen, um Damien zu danken, um ihm zu zeigen, was aus mir geworden ist. Aber vielleicht musst du ihn dringender treffen als ich. Nimm diese Schriftrolle der Teleportation und denk daran, wir erheben uns ewig, denn ewig ist unser Morgen. So, das sieht schon mal irgendwie interessant aus. So episch. Hände in die Höhe. Hab keine Angst. Er lebt und lebt. Du rühmst ihn für deine Befreiung. Doch danach wurde aus ihm nichts als ein Sklave, der Harami. Er hat dich nicht befragt, sondern dein Leiden weitergebracht. Orkidna und die Dämonen respektieren dich wenigstens. Bruder, warum hast du uns im Stich gelassen? Die vermeintliche Freiheit hat uns doch nur wieder versklavt. Wir gerieten sofort unter die Kontrolle des Nächsten. Als ihr Mutter dientet, blieb euch keine Wahl. Doch den Harani aus Nuya zu folgen, war eure Entscheidung. Ihr habt den Bedingungen eurer Bürden willig zugestimmt. Das ist nicht meine Schuld. Und nicht eure. Ihr wusstet es nicht besser. Warum hasst unsere Mutter uns? Ich habe viel Zeit in den Ayanada-Archiven verbracht, um das zu beantworten. Soweit ich weiß, war ihr Vater ein mächtiger Magier namens Raven. Er kontaktierte unvorstellbare Kreaturen aus anderen Dimensionen. Daraufhin sollte Raven eine Tochter erschaffen, die ihre Königin sein sollte. Auch sie war nur eine Marionette eines anderen Meisters. Sobald sie erkannte, dass sie euch das Gleiche angetan hatte, schämte sie sich. Sie hasst nicht euch, sondern sich selbst. Es ist nicht leicht, aber denk an den Schmerz, als sie sich von euch abwendete. An die Wut mir gegenüber, an die Scham für alles, was in Esna geschah. Diese Gefühle hattest du nicht, solange Mutter und die Dämonen dich leiteten. Das ist ein Zeichen deiner Freiheit. Die anderen Gefühle musst du nun ebenfalls erlernen. Vergebung, Trost, Freude. Unsere Mutter ging an ihrem Zorn zugrunde. Aber das musst du nicht. Du hast die Wahl. Empfinde dich nicht als wertlos oder geringfügig im Vergleich zu den anderen Völkern. Kämpfe Seite an Seite mit ihnen um Aurorias Rückeroberung. Errichte ein Heim für dein Volk. Wenn Mutter erwacht ist, werden wir sie dort empfangen. Vielleicht kann sie von dir lernen, wie man die Wunden der Vergangenheit heilt.
Es ist schmerzhaft, den Stabilisator selbst zu deaktivieren. Lass mich helfen. So, fast geschafft. Kannst du sie spüren? Diese Macht? Davor hatten die Harani Angst. Aber mach dir keine Sorgen. Man verliert nicht die Kontrolle, wie sie befürchten. Die Macht stammt direkt aus unserer Vergangenheit. Aus alten Zeiten, lange bevor ihr durch Euchidna und die Dämonen verwandelt wurde. Sie ermöglicht es dir, vorübergehend zu einem mächtigen Selbst zu werden. Ein Zerstörer. So konntet ihr alles in Esna zerfetzen wie ein Stück Pergament. Doch von der Kontrolle der Dämonen befreit, wart ihr wie Kinder. Die Harani fürchteten Kinder mit derartiger Macht und zwangen euch zu den Stabilisatoren. In Ordnung, es fehlt nur noch ein Schritt, um deinen Stabilisator zu deaktivieren. Ein Ausbruch reiner Magie. Es haust welch in diesem Gartenjuwel. Wenn du für die wahre Freiheit bereit bist, drück und klicke auf die Schaltfläche lernen. So verursachst du einen Kurzschluss bei dem Stabilisator und er wird wie unwiderruflich beschädigt. Verwandle dich vor mir, sobald das passiert. Zeig mir die wahre Macht meiner Geschwister. Ich will deine neu entdeckte Freiheit mit dir feiern. 31. Achso, übrigens, ich bin jetzt Stufe 31. Ne? Das bedeutet, ich habe jetzt hier, kann ich jetzt den ersten Archer-Pass machen, wenn ich wollte. Und das bedeutet, machen wir einfach mal den Handwerkspass, den könnte ich dann registrieren, dafür brauche ich aber leider 5 Gold. Den könnte ich dann registrieren, dann kann ich die freischalten und dann kann ich den Archer-Pass machen. So. Ich laufe mal ganz kurz im Kreis, weil ich komisch bin. Und was die anderen Klassen nicht haben, aber nur die Zwergen und die hier Warborn besitzen, ist die Transformation. Und jetzt kann ich auf Lernen gehen. Jetzt kann ich die Transformation übrigens, die packe ich jetzt einfach mal hier rein. Und jetzt kann ich... die wahre Form oder eine Zerstörerform der Warborn. Ihr seht gerade, ich kann 5 Minuten lang in dieser Form bleiben und dann verwandle ich mich automatisch wieder zurück. Das sind die Skills, die ich nur verwenden kann. Und gehen wir mal weiter mit der Quest. Noch hast du nicht die Grenzen deines Körpers kennengelernt. Deine Zerstörerform wird mit dir stärker. Eines Tages wirst du dein volles Potenzial entfesseln und einen ernstzunehmende Macht darstellen. So, jetzt bin ich auch gerade wieder zurückverwandelt und ich habe auch wieder, man sieht hier gerade, normalerweise ist ein Cooldown von, ihr seht gerade, der Cooldown aktiviert und der Cooldown ist 30 Minuten, also man kann die nur begrenzt einsetzen. Es ist an der Zeit, dass ganz Erenor die Kriegsgeborenen nicht mehr als die bösartigen Kreaturen ansieht, für die sie gehalten werden. Geh nach Yennistar, wo Nuyan und Harani zusammenleben und zeig ihnen, dass du zum Weltbürger geworden bist. Nimm diese Schriftdeute der Teleportation und beseitige die Ansicht, dass Kriegsgeborenen nichts als schlechter sind. Lehre sie ein neues Bild von unseren Leuten, eines von Frieden, Stärke und Gleichberechtigung. Die Harani hatten dich die ganze Zeit lang also doch nicht nur angelogen. Du kannst dich wirklich in ein Monster verwandeln. Sie lagen aber dennoch falsch, denn trotz allem überkam die Mordlust dich nicht. Als Zerstörer fühltest du dich alles andere als hirnlos oder wahllos. Du fühltest dich stark, präzise, effizient. Die Stabilisatoren hatten wohl nicht nur deine Erinnerung unterdrückt, sondern auch dein Potenzial. Eine Schande. Dein Volk braucht weder Furcht noch Scham, sondern lediglich Ausgeglichenheit.
Damien hatte recht. Gefühle zuzulassen ist der erste Schritt. Die eigenen Sünden vergeben. Esna erlitt eine der schlimmsten Tragödien, aber endlose Unterwerfung macht das auch nicht ungeschehen. Die Kriegsgeborenen müssen ihr eigenes Leben leben und wie andere Völker in die Zukunft blicken. Dein Volk hat das Blutvergießen nicht erfunden und sich zu versklaven würde dem kein Ende bereiten. Die Zeit für einen neuen Anfang ist gekommen. Das Motto deines Volkes macht plötzlich Sinn. Wir erheben uns ewig, denn ewig ist unser Morgen. Ja, und das war die Warbomb-Hauptquest. Banal ausgedrückt ist es wirklich die Warbomb-Hauptquest jetzt gewesen. Denn ab jetzt, ich kann jetzt die Schriftrolle übrigens der Teleportation gleich nutzen, aber hier sieht man noch einmal Damien, der Bruder. Also, das ist Damien, der Bruder von euch, der Bruder von Orchidna, der von Raven erschaffen worden ist. Also Raven hat Orchidna anscheinend erschaffen und Damien, beide sozusagen. Anscheinend, also sie ist zwar die ich weiß nicht, so wie sie das, eigentlich müssen die ja Geschwister dann sein, eigentlich, weil beide ja erschaffen worden sind, oder Orchidna hat Damien erschaffen. Irgendwie kam ich da nicht mehr so richtig hinterher. Aber, das war eigentlich jetzt die grundlegende Hauptstory halt. Wir sehen hier Damien, Orchidna ist Netze verwoben. Wahrscheinlich soll das einfach nur aussehen, man, es ist schon alt und so. Gut, wir nehmen mal die Rolle. Und ab jetzt ist es halt, es ist bei der Nuja-Seite so, auf der Nuja-Seite, also Nuja, Elfen und Zwerge, kommen in Schlackenbohr raus. Nach ihrer eigentlichen Hauptquest, die sie halt abschließen, kommen sie in Schlackenbohr raus und die Harani, also Warborn, die Warborn, Harani und Firran kommen Yennistar raus. Und da beginnt die eigentliche allgemeine Quest. Die ähnelt bei beiden, also gut, bei den Nuyan ist es ein bisschen unterschiedlicher schon. Und bei den Harani ist es aber alles gleich. Also ab hier ist es sozusagen alles einheitsbrei. Also dieser eine Text hier oder so, hey da, sei gegrüßt, mein Freund. Du bist doch ein Freund, nicht wahr? Kriegsgeborenen sehen immer so grimmig aus. Ich bin es einfach nicht gewöhnt, dich hier zu sehen. So, das ist der letzte Text und ab jetzt ist es so, ich habe alles über die Invasion von zwei Kronen gelesen, bei der deinesgleichen die Stadt Esna geplündert hat. Es heißt, die Nuyan hätten nicht die geringste Chance gegen euch gehabt. Stimmt es, dass ihr euch in Monster verwandelt, wenn ihr in den Krieg zieht? Kannst du dich noch an etwas aus dem Dämonenkrieg erinnern? Entschuldige mein Geplapper. Es ist nur so, ich wollte schon immer einen echten Kriegsgeborenen treffen. Und jetzt sind ein paar hier, leibhaftig. Es ist einfach unglaublich. Was hat dich eigentlich hierher geführt? Das ist eigentlich der allerletzte Satz, der noch für eine Hauptstory halt ist. Denn ab jetzt... Nein, warte, sag mir nicht. Das hat etwas mit den Blutrissen zu tun. Denn das hier ist nämlich einfach eine allgemeine Story. Ab jetzt beginnt die allgemeine Story, die halt... alle Charaktere eigentlich den Einheitsbrei haben, weil es ist halt derselbe Text, den man jetzt hier sieht. Nein, warte, sag mir nichts. Das hat etwas mit den Blutrissen zu tun, oder ich habe überall gehört, wie die Anwerber von Louis Schild nach den gefährlichsten Kriegern suchen, die ihre Sache unterstützen. Ich glaube, gerade ist einer von ihnen in der Stadt und versammelt Leute für die nächste Schlacht gegen die Purpur-Armee. Du solltest sofort mit ihnen reden. So. Und ab hier geht es halt, könnte man sagen, um die Blutrisse, um die Purpur-Armee. Und da kommen alle Völker eigentlich banal ausgedrückt, egal ob Schlackenmoor oder Yennistar, hin. Ein bisschen verändert halt, auf der Nuja-Seite sind ein paar Dialoge halt anders als hier auf, wahrscheinlich auf Harani-Seite. Würde ich sagen, wahrscheinlich. Aber grundlegend bleibt das für alle Rassen gleich. Egal, ob ich jetzt eine Warborn spiele, eine Firran oder eine Harani, ab diesem Punkt hier... ist eine allgemeine Quest und die würde ich halt in einem
sagen wir mal, gesonderten Storyline hier Bau machen. Da würde ich wahrscheinlich einen Harani machen oder so, ihn bis hierhin dann aber auch leveln und dann diese allgemeine Story-Quest halt, also die komplette Story-Quest halt dann noch durchziehen. Ja, aber damit mal abgesehen, ist ein schönes Bild hier eigentlich, das Tor im Hintergrund. Ja, machen wir mal hier so. Die Quest-Icons mal so ein bisschen verdecken. Ich könnte natürlich auch die UI ausblenden oder so. Wenn auch die, kann ich eigentlich auch mal machen. Hier. UI ausgeblendet, sind die Sachen weg. Und damit ist auch die letzte Folge der Warborn Hauptquest-Reihe beendet. Und das nächste Projekt wird mal eine kleine Überraschung sein. Wie gesagt, ich mache alle. Auch die Führern werde ich machen und halt. Aber wie gesagt, das war jetzt die Hauptquest der Warborns und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Arc Age Unchanged, wenn die nächste Hauptquest stattfindet. Da bin ich mal gespannt, was ich mir da aussuche, welche Rasse als nächstes, durchgewühlt wird. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, mitfahren.